Am Wochenende sind in der Göttinger Stadthalle rund 300 Gesellschaftsspiele getestet worden. Spieleerfinder aus dem In- und Ausland präsentierten dort ihre Ideen für Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder Strategiespiele. Vor Ort waren auch Redakteure großer Spieleverlage. Sie begutachteten Spielkonzepte, Spielbretter, Karten und Figuren, die in mühsamer Handarbeit gebaut und gebastelt wurden. Manche Autoren brauchen 2 Jahre, um ein einziges Spiel zu entwickeln. Alle entscheidenden Auszeichnungen für Spieleautoren wurden während des Treffens in Göttingen vergeben. Eine Ausstellung zeigte, wie aus den Prototypen Gesellschaftsspiele werden. Nach der Fachwelt durften am Sonntag auch Besucher die Spieleideen ausprobieren. Und für manche Spiele brauchten sie einen langen Atem, für andere eine ruhige Hand. 1982 hat das Spieleautorentreffen zum ersten Mal in Göttingen stattgefunden. Seitdem wurden in der Stadt rund 10.000 Spielideen vorgestellt, von denen etwa 500 veröffentlicht wurden. Darunter Spiele des Jahres wie Barbarossa und Heimlich und Co.